Was ist für Sie Heimat? Ja, Heimat ist mein Heimatland, meine Heimatregion. Ich bin da geboren, lebe da seit 58 Jahren in Sachsen-Anhalt, logischerweise im Raum Wittenberg, und könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Zumal es von Tag zu Tag immer schöner wird. Aber trotzdem ist es ja so, dass viele Jugendliche auch Mitteldeutschland, Sachsen-Anhalt verlassen, weil es einfach sozusagen im Westen mehr Arbeit gibt, auch mehr Lohn einfach. Was macht Sachsen-Anhalt, um die Jugendlichen vielleicht wieder zurückzuholen oder auch zu halten? Ja, wir haben einen Pakt geschlossen mit der Wirtschaft und den Gewerkschaften, dass wir eine hohe Tarifbindung und eine hohe Bindung auch der Tarifpartner an Tarifverträge wünschen. Und wollen auch dieses Signal transportieren, weil wir wissen, dass über die Lohnentwicklung vieles gesteuert wird. Man muss aber schon sagen, es ist Bewegung drin. Es ziehen viele weg, aber es kommen auch schon wieder viele zurück. Und die Zahl derjenigen, die zurückkehren könnten in den nächsten Jahren, kann wachsen. Weil sehr, sehr viele in Rente gehen jetzt und Plätze frei werden. Und jetzt geht es darum zu werben, aber auch die Konditionen zu verbessern, damit es attraktiv wird. Und das muss unser gemeinsames Anliegen in den nächsten Jahren sein. Gibt es schon eine Statistik oder so, dass eben Jugendliche auch wieder zurückkommen? Die gibt es. Wir haben ja auch eine Rückholaktion, die wir auch genau statistisch erfassen, wo also mehrere tausend Familien schon zurückgekehrt sind. Das sind nur die, die wir erfasst haben. Vieles läuft ja einfach ohne, dass man es merkt. Wir haben ja auch die Bevölkerungsbilanzen. Es gab sogar im letzten Jahr schon Monate, wo wir mehr Zuzug als Wegzug hatten. Das sind üblicherweise die, wo sich Studenten einschreiben. Daran merkt man aber, deutschlandweit ist auch der Studienort Sachsen-Anhalt interessant. Das heißt, man will hier auch studieren, und deswegen ist das auch ein Zeichen für uns, dass es so schlecht nicht sein kann in unserer Heimat. Der MDR hatte ja jetzt letztes Jahr im November Intendantenwechsel, Frau Professor Dr. Carola Wille. Sie möchte ja mehr den Sender für Jugendliche. Ja. Was denken Sie? Ist es ihr das jetzt schon gelungen bis jetzt? Finden Sie das gut? Ja, es ist erstmal gut, dass es Frau Wille geworden ist. Sie ist schon mal jünger als Herr Reiter. Ja, damit hat sie schon einen Teil dazu beigetragen. Zweitens ist es gut, dass an neuen Formaten gearbeitet wird. Und vor allen Dingen, dass man sich mit dem Ministerpräsidenten heute hier unterhalten möchte, um darüber nachzudenken, wie wir das noch verstärken können. Ja, und ich glaube, da ist noch viel drin, aber man ist auf einem guten Weg.